Ich habe euch letzte Woche gefragt, über welches Werkzeug hier in diesem Schrank ihr ein Video wollt. Ihr habt in den Kommentaren abgestimmt und die Wahl war ziemlich knapp. Genauer gesagt waren genauso viele Stimmen für den Nuthobel wie für den Zieglingenhobel. Alle anderen Hobel hatten viel weniger Stimmen. Deswegen habe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht, mich auch an der Wahl zu beteiligen, habe dann die letzte Stimme für den Nuthobel abgegeben, weil das einfach eines meiner Lieblingshandwerkzeuge ist. Und das stelle ich euch heute vor. Der kann also wieder zurück in den Schrank. Als kleiner Trost, diejenigen unter euch, die am Online-Kurs teilnehmen, die können sich ein sehr ausführliches Video über den Zieglingenhobel im Kurs Handhobel anschauen. Da gibt es übrigens auch ein Video zum Thema Nuthobel, das sehr ausführlich ist. Ganz so ausführlich wird dieses Video hier nicht werden, aber ihr bekommt einen guten Eindruck davon, was man mit diesem tollen Werkzeug machen kann. An dieser Stelle zwei Hinweise. Der erste Hinweis, wie immer gibt es hier kein Sponsoring. Diesen Hobel habe ich schon jahrelang, den habe ich ganz regulär gekauft. Hier steckt also niemand dahinter, der den Verkauf dieses Hobels hier ankurbeln will. Bringt eh nichts, denn im Moment könnt ihr den nicht kaufen. Ich glaube, ab KW32 ist der bei einigen Händlern wieder lieferbar oder soll er lieferbar sein. Der kann übrigens auch weg, denn heute wird es leise hier. Also keine Maschinen, alles von Hand. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich kurz am Anfang schon mal eingehen will. Denn ich weiß, die Kommentare werden kommen. So ein Hobel hier ist nichts, was man unbedingt braucht. So ein Hobel hier ist etwas, das man haben möchte, das Spaß macht. Es geht also um die Freude am Arbeiten mit einem solchen Werkzeug. Es geht nicht darum, wie sinnvoll das ist. Also bevor ihr einen Kommentar schreibt, dass man für das ganze Geld, das man hier für sowas ausgibt, ja eine tolle Oberfräse bekommt und dass das alles viel schneller geht und welchen Sinn das Ganze haben soll, der Sinn ist einfach Spaß an einem solchen Werkzeug. Ganz klar, die Oberfräse macht auch Spaß, aber mit einem solchen Handwerkzeug habt ihr einfach eine andere Art von Spaß am Arbeiten. Und es sollte doch jedem gegönnt sein, dass er so arbeitet, wie er arbeiten möchte. Also lasst diese Kommentare einfach stecken, die bringen nichts. Wer Spaß am Arbeiten mit Handwerkzeugen hat, der wird auch Spaß an einem solchen Hobel haben. Wer sich nicht für Handwerkzeuge begeistern kann, der nimmt halt die Oberfräse. Also jedem das Seine. Soviel mal vorab, jetzt geht es um den Hobel selbst. Der ist von dem kanadischen Hersteller Livelli, also Veritas. Es gibt da auch noch einen Combination Plane, der kann noch mehr. Der liegt aber bei schlappen, ich glaube 400 Euro oder 500 Euro. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, die werden eh noch steigen. Der hier ist etwas günstiger, ich glaube, den habe ich damals gekauft für 189 Euro. Wie gesagt, die Preise steigen im Moment. Was die in dem Moment kosten, wo ihr vielleicht dieses Video hier schaut, keine Ahnung. Mir ist jetzt kein anderer Hersteller bekannt, der einen Nuthobel anbietet in Metall. Neu. Es gibt Nuthobel aus Holz, die sind wesentlich klobiger, funktionieren mit Sicherheit auch gut, aber der hier ist wirklich richtig in die Hand rein gemacht. Das ist eine ganz andere Art von Hobel als die etwas größeren Holzhobel. Es gab früher Nuthobel von Record und Stanley. Wenn ihr da die genauen Typenbezeichnungen kennt, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin da nicht so bewandert bei den alten Hobeln, aber vielleicht nutzt es dem einen oder anderen, der sowas gebraucht sucht. Obwohl das auch schwierig zu bekommen ist, aber hier und da findet man ja was. Also es geht jetzt konkret um diesen Hobel hier. Eine Alternative gibt es noch dazu und das wäre der Nut- und Federhobel von Lee Nielsen, der natürlich im Moment auch nicht lieferbar ist. Und wobei eine richtige Alternative zu dem Veritas-Hobel ist auch der nicht, denn der kann nur Nuten und Federn. Das kann der richtig gut und der ist auf bestimmte Holzstärken optimiert. Mit dem hier könnt ihr Nuten machen, ihr könnt Federn hobeln, ihr könnt Profile hobeln, ihr könnt Felze hobeln. Zeige ich euch jetzt einfach mal alles nach und nach. Der Hobel ist recht einfach aufgebaut. Ihr habt hier einen Anschlag, der liegt an der Holzkante an der Werkstückkante. Ihr habt den eigentlichen Hobelkörper, da steckt das Eisen drin. Ihr habt einen tiefen Stopp, damit eure Nut nicht unkontrolliert tief wird, sondern wirklich das Maß hat, das ihr braucht. Ich nehme mal den Anschlag ab, den kann man hier verstellen. Keine Feineinstellung oder sowas, braucht man eigentlich auch nicht.
Und hier seht ihr jetzt, wie das Eisen gehalten wird. Das hier ist das Eisen, das dabei ist, 6,35 mm, also Viertel Zoll. Hier ist die Klemmung für das Eisen. Hier ist noch eine Klemmung. Da die Eisen ja unterschiedlich breit sind, muss das auch verstellbar sein. Und hier habt ihr die Tiefeneinstellung, also damit stellt ihr die Spandicke ein. Wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, werdet ihr sehen, dass diese Eisenauflage hier ja nur eine gewisse Breite hat. Deswegen gibt es, wenn ihr sehr breite Eisen einbaut, ein Zubehörteil, das eine zweite Auflagefläche bietet. Das zeige ich euch nachher noch, wenn es darum geht, die Federn zu hobeln. Denn die Federeisen sind auch relativ breit, die brauchen diese Auflage. Ich zeige euch jetzt aber erstmal das Grundprinzip, wie man damit eine Nut hobelt. Ihr baut also zunächst einmal das passende Hobeleisen ein, in dem Fall hier 6,35. Am einfachsten ist es, wenn ihr zu der Nutbreite, die ihr haben wollt, das passende Eisen habt. Man kann auch eine breitere Nut mit einem schmalen Eisen machen, aber das ist ein bisschen schwieriger, als mit dem passenden Eisen die Nut zu machen. Da verkantet man gerne mal, macht sich die Nutkante kaputt. Es geht, aber anders ist einfacher. Dann stellt ihr einfach mit einem Lineal die Nuttiefe ein. Ich stelle das jetzt hier mal auf 10 mm. Einfach hier am Eisen messen und den Tiefenstopp einstellen. Und ihr stellt die Nutposition ein, indem ihr den Anschlag verstellt. Da kann man hier lösen. Und das stelle ich jetzt auch mal auf ca. 10 mm. Achtet darauf, dass dieser Anschlag hier beim Anziehen der Schrauben nicht verkantet, denn sonst sitzt er schräg und ihr habt Probleme beim Hobeln. Das war's auch schon. Jetzt ist er eingestellt. Die Spandicke richtet sich nach der Holzart. Es gibt Holzarten, die lassen sich richtig gut hobeln. Da könnt ihr dicke Späne machen. Es gibt aber Holzarten, die sind ein bisschen schwieriger beim Hobeln. Da macht ihr besser dünne Späne. Das kriegt ihr mit der Zeit raus. Euer Werkstück müsst ihr natürlich festspannen. Jetzt kommt der ultimative Trick. Reibt den Anschlag und diese Kufe hier, also die Hobelsohle, mit einem Teelicht ein. Dann geht das Hobeln viel leichter. Jetzt ist es so, dass man Nut- und Falzhobel nicht am Werkstückende ansetzt und durchzieht, sondern man fängt an diesem Ende hier an, setzt den Hobel ja so gut 10 cm vom Ende an und macht den ersten Hobelzug. Dann geht man weiter zurück, macht den zweiten Hobelzug. Und ihr seht, da kann man ruhig dicke Späne machen. Dritter Hobelzug und erst der vierte Hobelzug bei der Werkstücklänge wäre komplett durchgehend. Und ab dann könnt ihr den Hobel einfach durchziehen. Das sind schöne dicke Späne, da geht also was voran. Der Druck beim Hobeln muss hier seitlich auf den Anschlag erfolgen. Die andere Hand schiebt den Hobel einfach nur nach vorne. Also die Hand sorgt dafür, dass ihr nicht nur eine Nut bekommt, sondern eine gerade Nut. Wenn ihr Probleme mit seitlichen Ausrissen habt, weil euer Holz sehr verwachsen ist, dann könnt ihr diese Nut mit einem Streichmaß vorritzen. Das empfiehlt sich übrigens auch, wenn ihr das mit der Maschine macht und ihr habt wirklich schwer zu bearbeitende Hölzer. Hier ist das aber nicht notwendig. Das geht wirklich gut hier in der Esche. Je tiefer die Nut wird, umso mehr müsst ihr darauf achten, den Hobel möglichst gerade zu führen und dabei nicht zu verkanten. Sobald ihr mit dem Hobel seitlich verkantet, macht ihr euch hier die Kanten kaputt. Jetzt sitzt der Hobel hier am Ende schon mit dem tiefen Stopp auf, nimmt also hier am Ende nichts mehr weg. Die Späne werden kürzer. Jetzt nimmt der Hobel überhaupt keinen Span mehr ab. Meine Nut ist also so tief, wie ich das Ganze hier eingestellt habe. Und wenn ihr mal genau schaut, ich habe meinen Daumen hier auf dieser vorderen Stange. Dadurch entsteht Druck hier vorne auf der Hobelsohle.
und der Hobel sitzt richtig schön in der Nut auf, bevor das Hobelmesser ans Holz kommt. Und ich habe mir angewöhnt, den schmalen Simshobel einfach daneben zu legen und direkt im Anschluss ein oder zweimal über diese Kante zu gehen. Dann ist die etwas gebrochen und bricht nicht weiter aus. Es gibt von diesem Hobel eine linke und rechte Version. Zum einen für Links- und Rechtshänder. Zum anderen denkt der Hersteller auch daran, dass man immer in optimaler Richtung hobeln kann. Das finde ich aber übertrieben, dafür zwei Hobel zu kaufen. Jetzt kann man mit diesem Hobel auch bedingt Felze hobeln, aber nur längs zur Faser. Auch das Nuten geht quer zur Faser auch irgendwie, wenn man davor ritzt oder vorsägt, aber nicht wirklich gut. Der Hobel ist wirklich dafür gemacht, längs zu arbeiten. Und wenn ihr Felze braucht, könnt ihr das mit dem Hobel auch machen, bedingt. Denn ihr seht hier, ich nehme den mal ab, dann sieht man das besser. Hier ist eine Aussparung. Ihr könnt also den Anschlag aufgrund dieser Aussparung hier über das Messer hinausschieben. Und somit ist es möglich, einen Falz zu hobeln. Natürlich nur im Rahmen dessen, was Anschlag und Hobelmesser hergeben. Ihr müsst da die entsprechende Breite des Hobeleisens einspannen oder mehrmals versetzt nebeneinander hobeln. Auch das ginge. Aber das ist natürlich schwieriger. Aber ich mag das hier zum Beispiel, um sehr schmale Felze zu machen. Das geht recht gut. So kleine Schattenfugen. Da reicht auch eine Nuttiefe von ein paar Millimetern aus. Habt ihr so schnell mal seinen ganz kleinen Falz angehobelt. Auch hier würde ich direkt mal mit dem Simshobel die Kante brechen. Und fertig ist der Falz. Sollte es euch gelingen, diesen Hobel gebraucht zu bekommen, achtet darauf, dass es die Rechtshänderversion ist, wenn ihr Rechtshänder seid, und die Linkshänderversion, wenn ihr Linkshänder seid. Aber achtet auch darauf, dass die Hobelsohle schon für den Einsatz von Profilmessern gedacht ist. Da gab es nämlich in der Urversion die Variante, die hatte diese Abfräsung hier nicht. Diese Schräge, die fehlt bei dieser ersten Variante. Erst später kam diese Hobelsohle mit dieser Schräge und die erlaubt es euch, sogenannte Beading-Messer einzusetzen. Ich habe keinen wirklich stimmigen deutschen Begriff für dieses Profil gefunden. Halbrundstab wird es noch am ehesten treffen. Die sehen so aus. Gibt es in drei verschiedenen Größen. Ich habe nur zwei. Und die werden via Nuthobelmesser eingesetzt. Da braucht ihr auch nicht diese Verbreiterung hier. Aber ihr braucht eben diese Faser hier. Und das ist ein schönes, elegantes Profil. Auch da ist die Aussparung hier sehr wichtig. Denn damit könnt ihr jetzt beeinflussen, ob diese Rundung am Eisen direkt in die Kante eures Werkstückes übergeht oder ob ihr da einen Versatz, eine Kante haben wollt. Ich mache das jetzt mal so, dass die Rundung übergeht. Ich zeige euch aber nachher dann noch ein Beispiel mit Kante. Da würde ich jetzt den tiefen Stopp einfach mal hochfahren. Der wird später erst eingestellt. Und den Anschlag einfach nach Augenmaß, sodass das ein schöner Übergang ergibt. Je feinporiger euer Holz ist und je gerader das Holz gewachsen ist, umso einfacher ist es, hier ein sauberes Profil dran zu bekommen. Das Esche hier ist nicht optimal, aber es sollte gehen. Vorausgesetzt, euer Hobel ist wirklich scharf. Das ist die Grundvoraussetzung. Das scheint soweit zu passen. Wenn man von oben hier drauf schaut, sieht man auch, wo das Profil genau sein wird. Ihr könnt also auch hier direkt am Werkstück das Ganze einstellen. Das funktioniert auch sehr gut. Mit der Spandicke müsst ihr es ein bisschen ausprobieren. Je dicker eure Späne sind, umso rauer kann die Oberfläche werden. Dann müsst ihr hinterher schleifen.
Sinn und Zweck des Ganzen wird es aber sein, nach dem Hobeln eben nicht mehr zu schleifen. Also würde ich euch raten, lieber dünnere Späne zu machen und dafür hinterher nicht zu schleifen. Das ist jetzt viel zu dick. Das Eisen muss zurück. Das ist der einzige Schwachpunkt hier an diesem Hobel. Diese Einstellmechanik, die hat relativ viel Spiel. Das ist nicht ganz so schön, wie es Veritas sonst macht, aber man kann damit leben, das funktioniert. Jetzt habe ich hier einen sehr dünnen Span. Das dauert dann zwar länger, aber das Ergebnis wird besser. Wir sehen, am Anfang kommen nur so schmale Späne, weil nur die Spitzen vom Eisen greifen. Erst wenn ihr tiefer kommt, werden die Späne auch breiter werden. Und auch erst dann entsteht diese Rundung hier. Und ihr seht hier, das war das Problem vom ersten Hobelzug. Da war einfach die Spandicke zu stark eingestellt. Da hat es mir hier die Faser rausgerissen. Hier ist das viel sauberer. Auch hier könnt ihr ganz am Anfang schon mit einem Simshobel die Kante ganz leicht brechen. Dann habt ihr keine Ausrisse mehr. Die Späne sind immer noch relativ dick. Es kommt hier zu leichten Ausrissen. Deswegen gehe ich jetzt mit der Spandicke noch etwas zurück, mache ganz dünne Späne am Schluss. Und schaue auch, wann ich eine richtig schöne Rundung habe. Erst wenn die Rundung mir gefällt, wenn der so richtig schön ist, dann stelle ich mir an der Stelle, an der die Rundung mir richtig gut gefällt, hier den tiefen Stopp ein. Hier ist das Ergebnis richtig gut. Die Rundung ist schön glatt, schön angehobelt. Ich habe hier einen schönen Übergang. Und das war eben das Problem mit der zu starken Spandicke. Man kann natürlich auch, wenn man die Wahl hat, immer ein bisschen schauen, dass man von der Maserrichtung her, von der Faserrichtung her optimal arbeitet. Das gelingt halt nicht immer, weil das Profil ja an eine bestimmte Stelle dran muss. Und das Schöne ist hier, und da hat der Hobel einen Riesenvorteil gegenüber einer Oberfräse. Da gibt es zwar auch solche Fräser, aber die arbeiten ja nur am Rand. Irgendwann ist die, seid ihr da bei der Dicke begrenzt. Das heißt, der Fräser kommt einfach nicht mehr höher. Und das ist das Schöne hier am Nuthobel. Da könnt ihr dann auch mitten im Brett ein solches Profil machen. Es gibt hier auch längere Stangen zu kaufen. Da müsste ich jetzt hier alles umbauen, um euch das zu zeigen, damit ich das Brett spannen kann. Das spare ich mir jetzt. Das könnt ihr euch, denke ich, vorstellen. Aber zur Vollständigkeit halber noch einmal eine Nut mit Absatz. Das bedeutet, ich mache das Profil hier richtig in der Mitte meiner Kante. Ich gehe jetzt einfach mal ein Stück tiefer. Auch das geht mit vielen Oberfräsern nicht. Weil da ein Kugellager montiert ist. Hier könnt ihr das Profil richtig in die Kante versenken. So, das Profil ist jetzt tiefer als die eigentliche Werkstückkante.
Jetzt könnte man entweder mit dem Simshobel das hier weghobeln oder aber ihr tauscht das Messer, macht ein gerades Messer rein und stellt das jetzt als Falz ein, direkt auf dem Werkstück, ohne groß zu messen. Und dann habt ihr ein ganz anderes Profil. Ihr könnt mit dem Hobel auch eine Feder anhobeln, nicht nur eine Nut. Die Eisen bekommt ihr in metrisch und in Zollgrößen. Das hier wäre jetzt ein 4 mm Hobeleisensatz, also 4 mm Feder, 4 mm Nut. Das passt dann schön aufeinander. Hier im Eisen seht ihr den Tiefenstopp. Den kann man mit einem kleinen Imbusschlüssel lösen. Und passend einstellen. Denn der Tiefenstopp am Hobel, der funktioniert jetzt nicht mehr. Da kommt ein Spanabweiser stattdessen rein. Und jetzt seht ihr, dass das Hobeleisen breiter ist als ein normales Nuteisen. Ihr bekommt diese Nuteisen auch breiter. Das hier wäre 16 mm, das breiteste ist, glaube ich, 19 mm. Und für diese breiten Eisen braucht ihr ein Zubehörteil. Das sieht so aus. Da gehört noch die Schraube dazu. Und das bietet dann eine bessere Auflage. Ihr nehmt das Eisen raus, nehmt diese Schraube hier komplett raus. Dann macht ihr das breite Eisen rein. Hier gibt es übrigens keine linken und rechten Eisen. Bei diesen Hobeleisen müsst ihr auf die linke und rechte Variante achten, denn diese Nut hier ist auf der entsprechenden Seite. Also auch beim Eisenkauf müsst ihr überlegen, was habt ihr für eine Variante. Der Tiefenstopp kommt raus, denn das Eisen steht hier über. Jetzt wird das Eisen erstmal hier festgeklemmt, dass es hält. Der Tiefenstopp wird durch diesen Spanabweiser hier ersetzt. So kommt er hier rein. Jetzt kommt diese zweite Eisenauflage hier hin. Hier kommt die Schraube rein. Da gab es, glaube ich, auch mal eine Unterlegscheibe. Da müsste ich mal eine neue suchen. Das kommt also hier rein. Und erst durch den Parallelanschlag wird diese Auflage hier richtig geführt. Das hier schraubt man fest. Dadurch ist das Eisen jetzt links und rechts gehalten. Liegt da auf. Ansonsten würde das einfach nicht funktionieren. Und jetzt stellt ihr euren Parallelanschlag ein und könnt dann eine Feder hobeln. Das macht man natürlich üblicherweise an Brettern, die entsprechend breit sind. Das hier ist jetzt breiter, dient aber nur zum Demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Der ist noch viel zu dick eingestellt, also das Eisen zurück. So ist es okay. Wenn ihr zu dünne Späne macht, dann neigt der Hobel zum Stopfen. Habt ihr es bei den ersten Zügen gesehen? Jetzt habe ich dickere Späne, die kommen wunderbar oben raus.
Ich habe nur eine ganz geringe Nuttiefe oder Federhöhe eingestellt. Deswegen sitzt der jetzt schon auf. Aber zum Zeigen reicht das jetzt. Ihr bekommt jetzt einen Eindruck davon, wie dieses Federeisen funktioniert und wie dieses Zusatzteil hier funktioniert. Also ihr seht, ein richtig tolles Werkzeug, dieser kleine Nuthobel. Der macht mir immer wieder Freude, wenn ich damit arbeiten kann. Das macht riesen Spaß, finde ich. Es gibt auch hier diese schöne Tasche dazu. Da könnt ihr die Messer unterbringen. Und ihr seht, hier ist noch ganz viel Platz für andere Messer. Da gibt es also eine große Anzahl von verschiedenen breiten Eisen. Wie gesagt, in Zollgrößen und in metrisch. Irgendwann wird er natürlich auch besser verfügbar sein wieder. Das wird sich jetzt ein bisschen entspannen, die Liefersituation. Und dann könnt ihr auch die Messer nachkaufen. Kleiner Hinweis noch zu diesen Beading-Eisen hier. Die werden erst einmal geschärft, wie jedes normale Hobeleisen auch. Ich schärfe also hier vorne die Faser und die Spiegelseite. Und durch das Abziehen der Spiegelseite wird dann auch hier diese Rundung geschärft. Die sind auch bei Veritas aus dem sogenannten PMV-11-Stahl, also ein Stahl, der eine sehr hohe Standzeit hat, der lange scharf bleibt. Von daher ist also das Schärfen dieser Eisen überhaupt kein Problem. Ich habe mal bei Veritas nachgefragt, die empfehlen, wenn das Eisen richtig grottig wurde, mit einer feinen Diamant-Rundfeile diese Rundung nachzubearbeiten. Aber auch die sagen, das ist in der Regel nicht notwendig. Also alles gar kein Thema mit dem Schärfen, geht alles wunderbar. Die Federeisen werden auch geschärft, wie jedes andere gerade Eisen auch. Gar kein Unterschied zum normalen Hobeleisen. Ein tolles Werkzeug, das riesen Spaß macht. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis dazu, dass im Online-Kurs zum Thema Handhobel ich wesentlich mehr auf die Feinheiten eingehe. Dann zeige ich auch eine richtige Nut- und Federverbindung an Brettchen, worauf man da achten muss. Es wäre ein bisschen unfair, die ganzen Inhalte für die andere im Rahmen des Online-Kurses ja Geld bezahlt haben, hier komplett zu verschenken. Ich denke, da habt ihr Verständnis dafür. Also, um einen kleinen Überblick darüber zu bekommen, was dieser Hobel kann, hat dieses Video hier bestimmt ausgereicht. Und wenn ihr mehr zu Handhobeln wissen wollt, dann empfehle ich euch, wie gesagt, den Online-Kurs. Bisschen Eigenwerbung muss sein. Demnächst kommen auch wieder mehr Handwerkzeug-Videos. Zum einen, weil die Liefersituation besser wird für diejenigen unter euch, die diese tollen Werkzeuge noch nicht haben, gibt es also wieder die Chance, da ranzukommen. Für die anderen, die die Werkzeuge schon haben, ist vielleicht der ein oder andere Tipp dabei. Der andere Grund für mehr Handwerkzeug-Videos ist der, dass der nächste Online-Kurs viel mehr Handwerkzeugarbeiten beinhalten wird. Da bin ich jetzt in der Planung dran. Das wird ein Sekretär mit Rollladen drin, also ein bisschen was Besonderes. Lasst euch da einfach mal überraschen. Sobald ich die ersten Entwürfe fertig habe, zeige ich euch das. Holzart wird übrigens europäischer Kirschbaum werden, also mal kein Esche. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt einen schönen Tag.